So, meine Lieben, soeben ist der Boba Fett, The Book of Boba Fett Trailer erschienen. Wir haben noch nicht geguckt, wir sitzen aber gerade zusammen in der Musikschule und werden jetzt mal hier gemeinsam eine kleine Trailer-Reaction vollführen. Werden wir schreien oder weinen oder so? Ich ja, und du wirst sagen, naja, ich habe schon alles gesehen. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Wo ist ja gar nicht The Book of Skywalker. Wir gucken mal. Ich drücke mal Play. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. I am not a bounty hunter. I've heard otherwise. Fängt schon mal episch an. Ja, mit Lukas-Film-Logo lohnt sich immer. Und sieht gut aus. I know that you sit on the throne of your former employer. Jabba ruled with fear. I intend to rule with respect. You were once captains under Jabba the Hutt. I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? What prevents us all from killing you and taking what we want? If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please, speak freely. Money shot? Kein Money shot. Okay, das war's. Ja, also sieht, finde ich, schon mal sehr geil aus. Also seitdem ja Mando rausgekommen ist, kann man ja wirklich sagen, man freut sich, oder? Weil bei Mando war so, ja, die erste Star Wars Serie, aber was kann man davon erwarten? Man wusste nicht, worauf man sich einlassen soll und so, aber so, jetzt sind ja schon ein paar epische Shots, also von der Größenordnung dabei. Ja. Also es sieht aus, ganz ehrlich, wie ein Kinofilm. Ja. Also, so weit, so gut, würde ich sagen. Also wir freuen uns, ist ja auch jetzt, wann ist das? 6 Wochen, 7 ja. Wochen? Gibt schon eine Anzahl, wie viele Episoden es haben wird? Ich glaube 6 oder 8. Das könnt ihr uns mal in den Kommentaren beantworten. Ja, also von uns gibt es erstmal einen Daumen hoch. Ja. War jetzt kein Oh mein Gott, aber war auf jeden Fall. Ja, wobei man sagen muss, das hatten wir schon letztes Thema, die machen das nicht mehr. Ja. Nee, machen sie. Und das vielleicht ist es auch besser so. Ja. Ja, vielleicht ist es wirklich besser so, weil man sieht, was man erwarten kann. Jeder, der Disney Plus hat und Star Wars macht, der wird sowieso gucken. Also die brauchen nicht unbedingt die 3 Klingen zeigen, sondern... Ja. Also, schreibt uns und sagt uns, wie ihr das fandet. Wir werden dann wahrscheinlich morgen im Star Wars Talk kurz drüber sprechen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.